Shalom Aleichem, guten Morgen. Wir lernen in Sefer Pele Yoetz von Rabbi Eliezer Papo, Zecher Tzadik Livracha. Heute Erech Hakpada, Strenge oder Genauigkeit. Hakpada, streng zu sein, ist ein Ergebnis von Hochmut in die Seele. Und sie verbrennt und beendet der Mensch. Sein Leben sind keine Leben. Und es wird kommen Hass, Wettbewerb, Streiten, böse Rede und vieles Schlechtes. Und wenn einer ist streng mit dem anderen, ist man auch vom Himmel streng und genau mit ihm. Auf jeden Sache. Deshalb, mein Mensch muss überwinden seinen Charakter, so verzeiht man auch seine Fehler. Und auch sein Fleisch wird leben richtig. Stimmt, Strenge oder Genauigkeit ist ein Charakter und das ist eine Eigenschaft, die kommt vom Bauch und von Schwangerschaft. Also es kommt von Natur, ist man damit geboren. Und wenn einer ist nicht streng oder nicht genau, ist ein Geschenk. Und so sind alle Eigenschaften. Aber ein Mensch hat Herrschaft, Möglichkeit, sich zu disziplinieren und lernen jeden Tag mit guten Gedanken und lernen Musar. Und so kann er in sich ändern, seine Charakter zum Gut und entfernen von solchen Todesminen und Bomben und leben in den richtigen Weg. Und ein Mensch soll lernen über Freunde, über Hochmut, dass man muss mit dem anderen nicht so streng und genau sein. Insbesondere muss man sich beschleunigen und zu sagen, Lolakpid, nicht strenge und rechte und Genauigkeit zu sein mit seiner Frau und seine Kinder und seine Dieners, weil der böse Trieb, er wird gleich wuten und zornig sein, wenn sie etwas machen, nicht genau wie er wollte. Aber wenn ein Mensch ist gottesfürchtiger, sein Herz wird sich weich sein und wird segnen, er wird sich selbst sagen, ich bin auch ein Mensch, ich bin auch geboren von einer Mama und Papa. Und wenn ich bin wichtiger als dem anderen, weil ich habe einen guten Masel, dass Hashem hat ihm gegeben, Reichtum und Ehre und Position, vielleicht Hashem mag dem anderen mehr, vielleicht ist er ein besserer Mensch als mir. Und deshalb kann man nie wissen, du denkst, du bist groß, aber der andere ist größer als dir und ich muss ihm auch ehren. Und genauso Hashem soll nicht mit mir 100% genau sein. Denn Bemidash Adam Moded, Modedim Lo, so wie der Mensch tut, so macht man mit ihm zurück. Und insbesondere die Eigenschaft von Genauigkeit und Strenge muss er doch achten über seine Ehre, über seine Meinung, wenn er ist ein Chef, wenn er ist ein Lehrer, soll er doch achten, soll man nicht tun gegen seine Wille. Aber nicht zu viel Strenge und nicht zu viel Genauigkeit. Deshalb, ein Mensch soll nicht versuchen, jetzt jeden gefallen oder so, und soll er verdächtigen, aber ein Mensch soll haben Seichel und Vernunft, dass er Gunst und Gefallen und Verständnis findet bei Menschen und bei Gott. Oder besser zu sagen, Verständnis und Gunst im Gott und bei Menschen. Insbesondere soll er gut achten und strenge sein auf die Gesetze und auf die Regeln, was Hashem will von ihm, in Mitzvot, in Maasim Tovim, streng und genau beten, beste Tfilin, beste Tzedakah, 10%, Shabbat, die alle Sachen, Kashrut und auch Menschlichkeit soll er dem anderen helfen, ganz genau und niemand Schmerzen bringen. Und der Mensch soll da nicht schlafen. Das ist der ganze Mensch. Also Strenge und Genauigkeit in Bezug Frau, Kinder, Familie muss man ein bisschen reduzieren. Es soll doch wie im Inn mekareben. Die Strenge soll ein bisschen sein und die Rechte soll sein mit viel Liebe. Die Rechte, hat mir gesagt ein Freund, die Rechte ist die, die hat viel Kräfte. Also die Liebe ist stärker. Schkoyach.